Mann, wo willst du auch mal leben in Southwest Florida? Um ehrlich zu sein, ich möchte hin nach Southwest Florida. Da möchte ich wohl mal hin, so für 10 Tage oder 14 Tage. Aber dann muss ich da wieder weg. Guten Morgen, liebe Leute. Wie spät ist es? 7:45. Und wer sitzt hier schon vor der Tür? Eine kleine Maleni. Guten Morgen. Oh, hallo. Was ist hier denn los? Ist das zu kalt draußen? Guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. So, Kaffee ist fertig. Spät haben wir es. 8 Uhr, das schaffe ich nicht mehr. Spülmaschine muss ich nachher machen. Was jappst du da denn rum? Guck mal, es gibt wieder schöne Tulpen und die blühen schon. Maulwurf ist müde, ne? Ich lasse ihn erstmal. Er braucht erstmal den hier. Sonst läuft bei ihm nämlich gar nichts. So. Und ich wollte heute Abend zumindest die Hälfte vom Rasen mähen. Wieso habe ich denn hier an der Lippe so komische Bläschen? Herpes. Nee, Herpes nicht. Guck mal, siehst du das? Das ist von deinem... Wo? Gepule, ne? Siehst du das ja. Nicht so weiß unten? Aufgeplatzt. Ja, aber ganz, ganz... wenig. Egal, wir sind jetzt hier am Start. Du musst sie jetzt noch einmal... wie heißt? Normal mähen. Bevor ich muss jetzt. Ich kann ja noch kein. Ich rede hier über meine Lippen und ihr redet über. Wir reden über Rasen. Rasenmähen. Ja, über vernünftige Sachen. Ich muss ja das Kabel verlegen für unseren neuen Bewohner und das kann ich ja nicht, solange der Rasen so lang ist. Nee, du musst den erst jetzt einmal Moos raus und alles, ne? Ja, ich muss ihn jetzt einmal auf Steh bringen, aber jedes Mal. Ja, scheiße, ne? Entweder ist es am Regnen oder nach Feierabend ist schon dunkel, aber momentan geht's eigentlich ja. Eigentlich wollten wir heute Abend, ne? Also bis 7 ist es wohl hell, aber. Wenn es regnet, guck mal, jetzt schon wieder so dunkel. Polizeiweh. Ja, ich will hoffen. Vielleicht bleibt es jetzt ja trocken, sodass wir nach Feierabend, dass ich schnell den Mäher greifen kann und schon mal die eine Hälfte gemäht habe oder so. Das ist jetzt eigentlich mein Plan. Also Sonnabend haben sie bis zu 17 Grad gemeldet. Ja, das will ich doch mal hoffen. Ne? Also das merkt man jetzt auch, ne? Aber, ja, aber Samstagabend sind wir ja nicht Samstagabend da. Samstagabend sind wir ja nicht da, aber vielleicht haben Schwiegereltern ja Freitag. Da sind wir ja bei Olle Rehn. Wie Olle Rehn. Lecker essen hier. Und Freitag so nach Feierabend vielleicht. Ja, können wir machen. Ja? So eine Hecke ich glaub, setzen. Freitag schleimst du gerade? Nö. Das muss ich Habe ich gar nicht nötig. Nee, wir haben uns doch schon angebogen. Was musst du jetzt gucken in deinem Planer 2019? Der ich? Douglas Planer. Nee, ich wollte gucken, was für Wetter wir haben. Freitag. Jetzt weiß ich wieder, was ich heute Nacht geträumt habe, was ich noch geträumt habe. Einen Traum habe ich gerade schon erzählt bei uns im Büro. Und zwar träume ich im Moment immer, dass die Wände auf mich zukommen. Kennt ihr das? Dass ich eingesperrt bin und ich bin im Traum, ich kann mich nicht wehren und von allen Seiten kommen die Wände auf mich zu. Ich bin ja staatlich anerkannter psychoanalytischer Traumdeuter. Und ich schreie dann ja immer nachts. Du schreist dann auch, ja. Und dann mache ich das Licht an. Hast du diesen Rabengesehen? Und dann wie soll man das denn jetzt noch sehen? Und dann sage ich immer, Freitag 16, sondern 18. Ja, ist auch schon mal ein Anfang. Ja, die Wände kommen auf dich zu. So, jetzt weiter, die Wände. Ja, und dann schreie ich immer und dann mache ich das Licht an. Und in dem Moment, wo ich dann zu Manuel sage, da kommt alles auf mich zu. In dem Moment fällt mir dann ein, okay, das hast du geträumt. Ja. Und jetzt ist mir gerade was eingefallen, was ich geträumt habe. Ob ich auch im echten Leben so handeln würde, weiß ich nicht. Und zwar bin ich zum Geldautomaten gegangen und wollte 50 Euro abheben. Und dann kamen da 5.000 Euro raus anstatt 50 Euro. Und dann kamen dann diese ganzen 500-Euro-Scheine raus. Und wisst ihr, was ich da gemacht habe? Da habe ich die genommen, habe die eingesteckt und bin danach zum Automaten hingegangen und habe geguckt, wie viel da abgebucht worden ist von meinem Konto. Und wisst ihr, was da stand? Abbuchung und das Datum... Das weiß ich jetzt nicht mehr. Heute Morgen wusste ich das noch. Aber ich konnte alles Kontonummer, ne, wie als ob das echt wäre.
Und da stand da das Datum, 50 Euro wurden da abgebucht. Und aus dem Automaten kamen 5.000. Ja. Aber die hast du dann auch mitgenommen? Die habe ich mitgenommen. Das war das, was ich zurückgebracht. Ja, das war das, was ich euch jetzt erzählen wollte. Ja. Ich habe die genommen. Mhm. Bin also ich jetzt kriminell? Nein. Der erste Traum, der ist ja ganz einfach zu deuten. Würde ich auch im echten Leben so reagieren? Das ist die Frage. Kommt drauf an, ob du schlau bist. Doch, Sabine, wenn ich drüber nachdenke, du hast auch schon mal gesagt, wenn ich ein Portemonnaie finde. Ja. Und da sind, ich weiß jetzt nicht wie viel, 50 oder 100 Euro drin, dann nehme ich das mit. Habe ich auch schon gemacht, bin ich auch ehrlich. Da war auch kein Ausweis drin und sonst irgendwas. Wenn Ausweis, wie soll denn der Finder ausfindig gemacht? Das wolltest du dann abgeben. Oder zum Beispiel, oder das Portemonnaie da wieder hinlegen und die Papiere drin lassen. Aber das Geld, das wolltest du dir grapschen. Ja. Mhm. Wieso? Das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Weil, wenn wir was verlieren... Ja, Sabine, da kannst du nicht immer von ausgehen, ne? Ja, wenn du was verlierst, dann würdest du dich freuen, wenn jemand dir... Ganz ehrlich, jeder würde jetzt sagen, nee, das würde ich sofort abgeben. Nee, ich bin ganz ehrlich, wenn ich ein Portemonnaie finde und da sind 300 Euro drin und da ist kein Ausweis drin, dann wäre ich ja schön doof, wenn ich das irgendwo abgeben würde. Weil, weißt du dann, wenn du das irgendwo abgibst, dass die das da sich nicht unter den Nagel reißen? So weit musst du gar nicht. Wenn du hier jetzt beim Multi auf dem Parkplatz ein Portemonnaie finden würdest und da wären jetzt 300 Euro drin und kein Ausweis, was würdest du machen? Würdest du es beim Multi beim Blumenshop abgeben, wa? Nö. Das würde ich spontan entscheiden. Ja. Wenn aber 5.000 Euro aus dem Automaten kommen statt 50. Ja. Dann kannst du das mal fein wieder zur Bank bringen. Ja, aber wenn auf dem Kontoauszug draufsteht, 50 Euro nur abgebucht. Dir ist schon klar, dass jeder Geldautomat rund um zur Kamera überwacht ist. Da kannst du dir sowas gar nicht erlauben, mein Kind. Das darfst du nur träumen. Holen wir uns die Reifen jetzt auch von. Lassen das doch hier machen. Stand jetzt in der Zeitung 69,90. Die Reifen, die wir haben müssen, ne? Das würde ich nicht machen. Also normale Menschen fahren Reifen für den Sommer und Reifen für den Winter. Dann gibt es euch mit euren Altwetterreifen. Ja. Das taugt überhaupt nichts, aber ich lasse euch einfach den glauben. Aber ist mir total egal. Und dann gibt es mich. Ich habe Sommerreifen und ich habe zwei Paar Winterreifen, also zwei Sätze. Und ich bin den ganzen Winter mit Sommerreifen gefahren. Und letztes Jahr bin ich den ganzen Sommer mit Winterreifen gefahren. Weißt du, was er sogar hat? Herbstreifen. Ich hab sogar Herbstreifen. Herbstreifen? Er tut sie ja nur nicht drauf. Ja, aber die Herbstreifen sind in extra Tür noch nicht gefroren, aber zu viel Wasser auf der Straße. Ach so. Du glaubst doch alles, ne? Du glaubst doch alles. Ja, ne? Ich glaub alles. Ja, hat man jetzt gesehen. Fischgrätprofil nennt man das dann. Ja. Schön. Das ist zweimal wild. Hast du Lust, mit mir in den Zirkus Verona a Transformers zu gehen? Ich bin gut. Zirkus Verona Transformers. Sie werden begeistert sein. Die Sensation aus den USA. Wann ist das? 21. bis 24. März. Ist doch vorbei, oder nicht? Dann ist das schon vorbei. Außerdem ist das Tierquälerei. Da geht man nicht hin. Da gehen sie noch Tierquälerei. Mach mal hier, das sind diese Gestalten da. Ach so, das ist das. Ja. Kinderkram. Ich gehe auch nach Monster Truck Rennen hin. Wenn da ein Monster Truck ist und dann fährt er so und macht Autos kaputt. So, ich sage euch jetzt schon mal, was wir jetzt essen, weil ich habe keine Lust, gleich nochmal wieder zu filmen. Ne? Was haben Sie sich geholt? Schnitzel wie eine Art mit Bratkartoffeln. Ich habe einen Gyros-Teller, einen kleinen, ne, mit Pommes, Mayo, Ketchup. Eine gemischte Teller, wa? Gemischt. Da fangen wir an mit 80 Euro. Mit 80 Euro ist der Prügel auch gut bezahlt. Ja, ist er gut bezahlt. Der Prügel. Manchmal ist der ganz schön unverschämt. Das ist frech. Weil die? Dann erhöhe ich gleich auf 280. Und dann ist der Prügel auch gut bezahlt. Das ist der Feierabendhimmel. Der Feierabendhimmel. Schön aus, ne? Ja, voll. Wie die Sonne so die Wolken durchbricht und ein bisschen dein kleines, über Ostfriesland erbricht. Gesicht. Wie sich der Himmel über Ostfriesland erbricht. Wie siehst du? Ganz einmal voll gemacht. Oh.
Auf der rechten und auf der linken Seite sehen wir die Leder. Die Ems, wollte ich gerade sagen. Oh. Das ist die Leder. Kein Problem, ich habe mich schon verbessert. Das ist die Leder. Ems, Leder. Emse. Doch, Hanno sieht Emse. Ja, das ist eine andere Welt, ne? Das ist eine andere Welt. Das sind auch andere Menschen, die da wohnen. Ja. Ja. Aber du brauchst gar nicht gucken. In Grün möchte ich sowieso kein Auto haben. Und dann braune. Braune Lederausstattung. Ja. Ist da ein Preis dran? Nee. Das ist jetzt nicht so mein Fall. Ist aber ein Cabrio, ne? Aber da ist ganz schön viel Platz drin, ne? Aber da hinten ist natürlich gar kein Platz, ne? Nee, aber das ist ja normal, das weiß man ja. Aber wenn er günstig wäre, der ist halt grün. Wieso sind hier denn keine Preisschilder drinne? Nee, ich will kein Glas, ich will kein Grün. Ich guck mir den noch mal in Ruhe an. Vielleicht kann ich mich ja mit der Farbe anfreunden. Nee, guck mal, hier. Der ganze Sitz ist kaputt. Das haben die alle. Das haben die wirklich alle. Und da gibt es neue Bezüge, oder? Ja. Schatz, der ist auf. Mach bloß wieder zu, bis das Alarm aufhört. Mach die Tür zu. Der ist auf. Ja, sonst hätte ich mich mal reingesetzt, dann kann man schon mal gucken. Kann sich aber nicht einfach, wenn das Auto sitzt. Wieso nicht, wenn der auf ist? Der hat damit nichts zu tun. Kannst du trotzdem nicht machen. Das ist ja komisch, die haben zu, ne? Und das Auto ist auf. Und das ist auch noch die Sonderausstattung, ne? Du, dann hole ich mir das nachher so, das Auto. Das ist Roland Garrett. Das ist die Sonderausstattung. Ja, ob das eine Sonderausstattung oder nicht, grün bleibt grün, ne? Ich finde den nicht so schlecht. Jetzt mal ein paar kleine Meckel. Du, ich hole mir den nachher so. Mhm. Ist ja auf, ne? Meinst du, dass der Alarmanlage hat? Ich meine, dass da oben vielleicht irgendwo eine Kamera hängen könnte und hier gleich 10 wilde Menschen ankommen. Okay.